Das ist unsere ganz, ganz frohe Jung. Ja, er lacht viel den ganzen Tag und ja, er bringt einfach Freude. Bis 5 Monaten war alles perfekt, niemand hat was bemerkt. Dann mit 5 Monaten die Fortschritte, die waren nicht so in Ordnung. Und mit 6 Monaten hat er gekrämpft. Und da hat man so sofort bemerkt, okay, etwas stimmt nicht. Wir haben ihn sofort ins Spital mitgebracht. Und da wegen die Krämpfen hat man so das Gehirn gecheckt und sofort gesehen beim MRI, okay, etwas stimmt nicht. Wir hatten Glück, weil die Arzt das, hat erst mit uns gesprochen, hat Erfahrung mit dieser Krankheit. So, normalerweise man braucht Monate oder Halbjahre zu erfinden, was ist die Krankheit, aber in unserem Fall war es nicht so. Die Zukunft hat viel zu tun mit wie geht die Therapie. Genau. Die Physiotherapie und Ergotherapie, ja, ja, und Verforderung, das ist sehr wichtig. Viele Leute, die machen so sehr intensiv Therapie und alles. Und bei uns, wir gehen mehr in die Richtung, dass er sich entwickelt. Egal wie schnell oder wie weit. Aber was er macht, macht er allein. Genau. Und das ist, was wichtig ist. Das ist natürlich so von medizinischem Niveau top, aber das ist voll männlich. Ja. Mhm. So, wir sind da 2x pro Woche und wir fühlen uns so zu Hause. Genau. Ja. Und man merkt beim Arzt auch, so, er hat so viel Spaß beim Physiotherapie. Die Physiotherapeutin von ihm, die sind so für uns fast Familie, ja. Und ja, das ist das Beste, was man haben kann, ja. Ars war zum Glück schon seit seiner 5. Monate in die Kita. Und beim Diagnose hat die Leiterin da gesagt, nein, natürlich bleibt er Ars bei uns. Er ist eigentlich ein Baby. Natürlich, man die Zukunft, man kann nicht wissen, oder, aber wir leben einen Tag nach dem anderen und ja. Wir sind hier heute und heute ist super und morgen schauen wir, wie es geht.